Jeder Mensch ist einzigartig. Einzigartig gewollt, einzigartig begabt, einzigartig bedacht und einzigartig geliebt. Hier in der Gemeinschaft des Internates CODs Königswinter wollen wir diese Einzigartigkeit entfalten. Das war doch ein klasse Anfang, Herr Marx. Können Sie mir jetzt das Internat zeigen? Ja klar, dann komm mal mit. Setz dich doch. Ja, wie du ja weißt, sind wir eine Schulgemeinschaft von zwei Schulen, einer Realschule und einem Gymnasium. Die meisten wohnen im sogenannten Haupthaus. Dort sind Schüler ab Klasse 8 untergebracht. Und hier sind wir jetzt in einem Haus für die sogenannte Unterstufe. Hier wohnen Schüler von Klasse 5 bis 7. Räume gestalten Pädagogik mit. Dies ist gerade bei den jüngeren Internatsschülern wichtig. Um die familienähnlichen Strukturen zu unterstützen, wohnen sie deshalb in eigenen Häusern. Unser Internat ist im Jahr 2000 durch den Umbau eines alten Schulgebäudes entstanden. Begonnen haben wir damals mit rund 35 Schülern. Mittlerweile haben wir rund 70 Schüler, die neben dem Haupthaus auch unsere verschiedenen Außenwohngruppen bewohnen. Im Nachmittagsbereich findet das sogenannte Silentium statt, eine Hausaufgaben- und Lernzeit. Auch im Internat legen wir Wert auf individuelle Förderung. So bieten wir zur weiteren Unterstützung beispielsweise Nachhilfe, Lernstrukturierung und Coaching an. Für die jüngeren Schüler haben wir zwei familienähnliche Gruppen mit je 10 Plätzen. 4 bis 5 Mitarbeiter sind hier für die Betreuung zuständig. Hi Linus. Hi Sandra. Du wohnst doch hier. Kannst du mir was zeigen? Ja, komm mit. Die Wohngruppen bestehen aus mehreren Zimmern. Dies ist mein Zimmer. Ich teile es mir mit Janina. Wir dürfen die Zimmer frei nach unserem Geschmack gestalten. Abends treffen wir uns häufig noch mit Freunden auf den Zimmern, bevor wir ins Bett gehen. Aber für die gemeinsamen Treffen mit allen Unterstufenschülern haben wir einen schönen Aufenthaltsraum und einen Wintergarten. Hier essen wir gemeinsam mit unseren Betreuern, lernen, basteln, spielen und schauen fern. Ja, wir sind jetzt hier im sogenannten Haupthaus angekommen und stehen in der Mittelstufe. Die Mittelstufe wird bewohnt von Schülern der Klasse 8 und 9. Es gibt auch hier ein gemeinsames Silentium im Nachmittagsbereich. Es gibt weiterhin einen Gruppenabend im Abendbereich und die Mahlzeiten werden auch gemeinsam eingenommen. Und es wird zum Beispiel abends auch mal gemeinsam gekocht. Möglich wird das durch die Gruppenräume, die mit einer vollwertigen Küche ausgestattet sind. Jeden Mittwoch treffen wir uns dann zum gemeinsamen Kochen. Die Aufteilung der Gruppen sieht dann hier schon wieder anders aus. Hier gibt es dann nur noch einen Bezugsbetreuer, der Hand in Hand mit den Schülern zusammenarbeitet und sie zur Selbstständigkeit anleitet. Hallo Konstantin. Hallo Lunes. Was macht ihr eigentlich so, wenn ihr keine Schule habt? Ach, wir haben hier ein richtig vielfältiges Freizeitangebot. Wir haben hier natürlich auch Sportmöglichkeiten außerhalb des Internats. Die Kletterwand ist sicher eine der größten Attraktionen. In regelmäßigen Abständen organisieren einige unserer Betreuer Kurse und zeigen uns die wichtigsten Kniffe. Körperlich fit halten wir uns im Fitnessraum. An einigen großen Geräten können wir uns richtig auslassen. Für mich ist es eine willkommene Abwechslung nach dem Schultag. Hallo Lunes. Hallo Herr Marx. Viele reden hier von einer AWG für Oberstufenschüler. Was ist denn das? Das ist ein Haus in der Stadtmitte von Königswinter. Dort haben wir nochmal 4 Oberstufenschüler, die dort wohnen. Magst du das auch noch anschauen? Ja. Ja, okay. Dann gehen wir da noch hin. Thank you.
Max. Hallo Malte. Hallo Malte. Dürfen wir reinkommen? Ja klar, komm rein. Wow, und ihr lebt hier ganz alleine? Ja klar, wir müssen aber auch für uns selber sorgen. Wir müssen uns immer selber Essen kochen, kriegen dafür natürlich auch eigenes Geld und wir müssen auch wieder alles abspülen und hier die Bude sauber halten. Tschüss, Malte. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an Sie, Herr Max. Bleiben die Schüler hier 7 Tage die Woche? Das hängt vom Alter ab. Bei den jüngeren Schülern wollen wir ja nicht, dass sie den Kontakt und die Anbindung ans Zuhause verlieren. Deswegen fahren die jedes Wochenende nach Hause. Die älteren Schüler im Haupthaus, die können dann an 2 Wochenenden im Monat hier bleiben. Die anderen sind Heimfahrtswochenenden, genauso wie die Ferienzeiten Heimfahrtzeiten sind. Ziemlich cool hier. Ja, freut mich. Sollen wir wieder zurückgehen? Ja. Okay.